Hello Girls, Gays and Days! Willkommen zu einem neuen Video. Das letzte Video ist jetzt schon 2 Wochen her. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, auch wenn ich das alles sehr gerne mache, ich habe immer noch einen Vollzeitjob und in meiner Freizeit, nun ja, die ist etwas rar. Und ich war jetzt letztes Wochenende in Disneyland. Auf Instagram hat man das gesehen. Und deswegen komme ich immer nur sporadisch dazu, diverse Videos zu produzieren. Aber ich habe ein kleines Video vorbereitet und zwar wollte ich euch die 5 besonderen Anfängerpflanzen vorstellen. So, was heißt das jetzt? Anfängerpflanzen, das ist ja jetzt nun ein sehr breit gefächerter Begriff. Jedoch muss ich sagen, ihr werdet jetzt hier in diesem Video keine Efeututen sehen oder die tausendste Monstera deliciosa. Denn man kriegt auch schon für kleines Geld wirklich sehr, sehr tolle Pflanzen, um ein bisschen Spice in die Bude zu bringen. Und ich möchte gar nicht lang schnacken, denn hier ist die erste Pflanze. Und zwar, das ist meine Philodendron Marmai. Die Marmai habe ich jetzt schon gut ein Dreivierteljahr und ich habe sie bekommen, als sie diese 3 Blätter hier hatte. In dieser Zeit ist sie mächtig gewachsen und das Interessante bei dieser Pflanze ist, denn genauso wie bei der Efeutute, also bei der Epipremnum, die ja auch sehr, sehr viel verzeiht, verzeiht diese ebenso viel. Man sieht richtig, wenn sie gegossen werden möchte, weil dann hängen die Blätter so ein bisschen traurig nach unten. Dann weiß ich, upsi, ich sollte mal wieder gießen. Und das Tolle ist, sie hat noch nicht ein Blatt verloren. Das heißt, das Älteste ist immer noch hier. Und das habe ich damals bei Isua Genera bestellt. Hat 50 oder ich glaube 40 Euro irgendwie so in dem Dreh gekostet. Und ich finde, dafür, dass die wirklich so easy ist, denn sie zeigt im Endeffekt, wenn es ihr nicht gut geht. Und wenn es gut geht, dann haut sie ein Blatt nach dem anderen raus. Ich habe ja diesen Rangstab gebastelt, zwar für meine Melanum Chrysum, aber ich habe danach noch einen zweiten Rangstab gebastelt. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut mal hier oben in der Ecke. Da hatte die... Also in der Zeit, ich glaube, das waren jetzt 3 oder 4 Wochen, hat sie tatsächlich diese 3 neuen Blätter bekommen. Also hier sehr, sehr schön. Auch die Maserung, denn sie ist nicht einfach nur grün, denn sie hat auch diese metallende, schimmernde Elemente in diesem Blatt. Und ich finde, das ist echt ein super Hingucker, gerade wenn man auch keinen Platz hat für irgendwelche kriechenden Philodendrons. Dann ist es einfach nur schön, dass man was zum Ranken hat. Ihr müsst ja auch nicht unbedingt diesen Rangstab nachbauen. Ihr könnt ja auch einfach einen aus dem Baumarkt kaufen. Nichtsdestotrotz wird sie es lieben. Ich habe die Philodendron Mama in meinem Substrat, wie ich es auch vorgestellt habe. Das ist ja my way to go. Das habt ihr jetzt aber auch wahrscheinlich schon zum 100. Mal gehört. Und im Endeffekt, diese große Pflanze ist immer noch in ihrem kleinen Topf, so wie ich sie damals von Isua Genera bekommen habe. Ich kann die wirklich wärmstens empfehlen. Wenn ihr also gerne Efeututen magt oder eine Deliciosa, dann kann ich die wirklich empfehlen, weil vom Verhältnis, vom Aufwand her ist die wirklich fast genauso und wirklich, wirklich einfach. Als zweite Pflanze will ich gar nicht so lange quatschen, habe ich hier den Philodendron Pastazanum. Der ist, das ist eine kriechende, ein kriechender Philodendron. Das Doofe bei der Pflanze ist, dass sie leider etwas schräg wächst. Also ich zeige das gleich noch bei meiner Gloriosum. Die wächst irgendwie so schief und krumm. Das liegt aber nicht daran, dass sie irgendwie zu wenig Nährstoffe oder Wasser hat. Die wächst einfach so. Und bei dieser ist es nämlich genauso, dass sie sehr, sehr viel verzeiht. Jetzt könnte man meinen, ja gut, okay, jetzt hängen ja jetzt schon die Köpfe. Wie erkenne ich denn, wann ich sie wässern muss? Nun ja, das ist, ja, das sieht man denn noch mehr. Also dann ist das Blatt nicht nur so, dann hängt das wirklich hier unten und dann weißt du, Zeit zu wässern. Wobei ja das größte Problem bei den meisten ist ja, dass sie zu viel wässern, anstatt zu wenig wässern. Da kann ich euch einen kleinen Pro-Tipp auf dem Weg geben. Das habe ich einmal gehört und seitdem hat es mich so sehr in den Kopf, ist es mir in den Kopf gebrannt quasi. Wenn man Zweifel hat, ob man gießen soll oder nicht, dann nicht gießen. Na, also ich würde die jetzt angucken und sagen, ja, könnte mal wieder gegossen werden, Köpfe hängen etwas. Das ist nicht der Fall. Die Pflanzen zeigen... Gerade diese einfachen Pflanzen zeigen dir, wann es Zeit ist zu wässern.
Deswegen nicht von abbringen, auch wenn du denkst, du solltest die gießen. Nein, tu es nicht. Und schon gar nicht, was ich immer höre in irgendwie so einem Takt. Irgendwie meine Oma meinte mal, ja, jeden Sonntag bekommen meine Orchideen Wasser. Wo ich dann auch gesagt habe, hast du etwa jeden Tag um 12 Uhr Hunger? Nein, das stimmt nicht, schon gar nicht im Sommer, weil das ist ja unterschiedlich. Deswegen immer darauf achten, wie das Substrat ist. Das ist schon ein bisschen dröch, wobei ich es letzte Woche Donnerstag gegossen habe. Na gut, heute ist Dienstag. Könnte mal wieder in ein paar Tagen so sein, aber noch geht es der wirklich prima. Zum Blatt. Es ist eigentlich ein wenig nichtsaussagend. Ich finde sie aber trotzdem irgendwie sehr toll. Ich weiß nicht warum. Sie ist einfach grün mit diesem glänzenden Blatt. Ich finde sie sehr, sehr toll. Wer jetzt dieses glänzende Blatt nicht so mag, sondern vielleicht noch etwas, ich weiß nicht, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, so einfach noch ein wenig mehr besonders, der sollte sich mal die Philodendron Gloriosum anschauen. Von der hast du wahrscheinlich schon gehört, denn ich glaube, das ist auf Platz 1 jeder Wishlist von Pflanzenfreunden. Und ich habe ja hier mal meine große mitgebracht. Ich kann sie nicht wirklich ins Bild setzen. Hier sind insgesamt 2 Pflanzen drin. Die eine werde ich aber auch zerschnippeln. Und das Tolle bei der Gloriosum ist, dass sie dieses sehr, sehr samtige Blatt hat. Und diese weiße Wehen, das gibt so einen sehr, sehr schönen Kontrast. Und das Besondere bei der ist, dass sie gar nicht so viel Licht braucht. Die steht bei mir hier in der Ecke, also damit hat sie quasi so von allen Pflanzen, die ich habe, das wenigste Licht und es geht ihr prächtig. Ebenfalls wie bei der Pastazanum ist, dass sie etwas krumm und schief wächst. Man sieht es hier an diesem Blatt. Wenn das neue Blatt rauskommt, dann nehme ich immer einen Stock und bind sie sofort gerade fest. Hier sieht man das, glaube ich, ganz gut, dass ich sie mit 3 Klettverschlüssen an diesem Stock binden musste, weil sie wirklich sonst krumm und schief hing. Das neue Blatt hingegen wächst 1a nach oben. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Und die Gloriosum, dort muss man unbedingt aufpassen mit Überwässerung. Also wenn ihr zweifelt, nicht gießen, denn ebenfalls die Gloriosum zeigt dir das genau wie die Passazanum mit hängenden Köpfen. Das funktioniert eigentlich bei vielen Pflanzen so. Bei den Anthurien würde ich das eher nicht sagen. Aber grundsätzlich, dass ihr immer einfach so den Eindruck davon habt, die Gloriosum wirklich eine sehr, sehr tolle Pflanze, ebenfalls eine kriechende. Wurzeln sehen auch sehr, sehr schön aus. Na, wirklich tolle Pflanze. Ich finde ja sowas, ich stelle mir ja sowas vor, wenn ich sowas irgendwie im Büro hätte. Dass wenn man irgendwie reinkommt in den Laden und man wird erstmal begrüßt von so einer tollen Pflanze, dann würde ich mir einfach denken, wow. Denn wie schon gesagt, dieser Kontrast ist wirklich wunderschön. Wobei, bei der man auch ein wenig aufpassen muss mit Schädlingen, also Spinnenmilben sowie Tripsen, da hat die so ihre Anfälligkeiten. Wenn ihr aber die Blätter regelmäßig kontrolliert, dann sollte das kein Problem sein. Ich hatte jetzt schon lange kein Problem mehr mit irgendwelchen Schädlingen. ansonsten eine sehr, sehr tolle Pflanze, gerade für den Start. Gerade wenn du dir denkst, oh, ich habe jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, meine Monstera geht's prächtig, ich habe ein paar Syngonien und jetzt willst du mal so 50 Euro in die Hand nehmen. Für 50 Euro kriegst du schon eine etwas kleinere Gloriosum, völlig in Ordnung. Als vorletztes aus der Familie der Philodendren, wieder ein kriechender Philodendron, und zwar der Sodiroi. Sieht von der Blattstruktur ähnlich aus wie die Marmai, hat also auch diese silbergesprenkelten Flecken auf dem Blatt, wobei hier dieser Sodiroi kriecht und nicht klettert wie der Marmai. Super easy in der Haltung, würde ich schon auch ebenfalls vergleichen mit einer Efeutute. Sie verzeiht sehr, sehr viel von den Licht- sowie von den Wassergaben sowie auch Düngenangaben, ähnlich wie bei einer Monstera. Alle 7 bis 8 Tage wässern im Winter, im Sommer natürlich wieder etwas mehr. Aber ansonsten, wenn es ihr wirklich gut geht und das merkt ihr dann, dann kommt ein Blatt nach dem anderen. Hier ist zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so genau sieht, das neueste Blatt, das kam jetzt schon vor ein paar Wochen raus. Es dauert bloß so seine Zeit. Und ich sehe, dass hier zum Beispiel wieder der nächste Trieb kommt, wo das nächste Blatt dann sich entwickeln wird. Ich habe diesen Sodiroi in meinen großen Lechusa-Topf getopft, denn ich habe leider kein anderes Gefäß, was diese kriechenden
Philodendron aufnehmen kann. Und im Endeffekt funktioniert das Ganze auch mit Erde. Wichtig ist bloß, dass ihr das abschüssige Wasser hier unten rauskippt, weil sonst fängt das an zu miefen und das führt zu Wurzelfäule, beziehungsweise wenn eine permanente Feuchtigkeit herrscht. Ansonsten ebenfalls, ähnlich wie die Gloriosum, eine Pflanze zum Verlieben. Gerade wenn die Blätter dann nachher so groß werden, ist es einfach enorm, weil man viel, viel mehr Details sieht. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Gerade mit diesem leicht rot schimmernden Rand. Und wow, wirklich eine sehr, sehr tolle Pflanze. Zum Schluss habe ich eine Pflanze, die fünfte im Bunde. Die kann ich euch leider nur so halb zeigen. Es ist mir schon ein bisschen unangenehm, die zu zeigen. Und zwar meine Anthurium clarinervium. Jetzt denkt ihr euch so, warum soll das eine Anfängerpflanze sein? Die sieht doch total scheiße aus. Ja, ohne Mist. Ich hatte zwei davon, habe sie in einen Topf gesetzt. Sie sah so Bombe aus. Sie hatte so viele tolle, große Blätter. Und ich dachte einfach, diese Gloriosum clarinervium wird sich im Büro wahrscheinlich bei uns sehr, sehr gut machen. Gerade so als Eyecatcher für die Kunden. Naja, aufgrund der Feuchtigkeit, also beziehungsweise eher der nicht vorhandenen Feuchtigkeit und meiner frierenden Kollegen im Winter, die die Heizung natürlich auf 3 machen, verlor sie ein Blatt nach dem anderen. Das Tolle ist jedoch, dass gerade bei Anthurien ist das so, könnt ihr auch mal so, oder allgemein bei Pflanzen, wenn die Pflanze denkt, sie ist gerade am Sterben oder irgendwas ist los, dann schießen sie Blüten raus, denn sie wollen ja ihr Nachkommen sichern. Die andere hatte nämlich eine Blüte, genauso wie diese hier. Die habe ich dann so aneinander gedörtscht, weil eine war nämlich im männlichen Stadium, die andere im weiblichen. Und die hat jetzt schon Beeren und einige werden leicht gelb. Das ist ein Indiz dafür, nicht, dass die Blüte irgendwie abstirbt, sondern dass sie reif wird. Und ich freue mich schon, wenn ich sie ernten kann, weil dann kann ich endlich dieses Video machen, wie man Anthurien bestäubt. Und ich freue mich schon so dermaßen auf dieses Video, weil dann habe ich habe nämlich hier eine Forgetti-I, die gerade eine Blüte ausbildet. Dann habe ich die richtige Blüte an sich, die Samen. Und ich kann euch dann endlich ganz gezielt die einzelnen Stadien zeigen. Und darauf freue ich mich schon mega. Ich glaube, man merkt es auch. Also bei der Anthurium clarinervium, die hat wirklich ganz wundervolle große Blätter, so herzförmig, ebenfalls mit weißen Venen und ist ein absoluter Eyecatcher. Und wenn ihr gerade jetzt hier auf meinem Kanal immer diese Anthurien seht und überlegt so, ah, eigentlich hätte ich gerne auch schon mal eine Anthurium, dann würde ich die Anthurium clarinervium euch definitiv empfehlen. Die gibt es mittlerweile im 20 bis 30 Euro Bereich, ist im Vergleich zu den Philodendren eine recht langsam wachsende Pflanze. Also ihr könnt nicht erwarten, dass alle 2 Monate plötzlich ein neues Blatt kommt. Im Gegensatz muss man aber auch sagen, dass es eigentlich ganz schön ist, denn wenn ein neues Blatt kommt, freut ihr euch umso mehr, denn es ist wirklich was ganz, ganz Tolles, Besonderes. Und ich kann euch die Clarinervium wirklich nur ans Herz legen. Irgendwann, wenn ich in Berlin bin, beim Holländer oder in irgendeinem Pflanzencenter und ich sehe die Clarinervium, dann hole ich sie mir definitiv auch nochmal für meine Sammlung. So habe ich erstmal diese 2 Stumpen. Ich hoffe, dass noch irgendwann mal was kommt. Also ich gehe davon aus, aber bis jetzt sehen sie erstmal so traurig aus mit der anderen eine Blüte. Das war's. Das waren meine 5 besonderen Anfängerpflanzen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ganz viel Freude mit diesem Video und ich konnte euch ein paar Inspirationen geben, welche Pflanzen ihr euch vielleicht als nächstes holt. Vielleicht auch was so ein bisschen Besonderes. Aber ansonsten verabschiede ich mich hier erstmal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.